Willkommen zu einer neuen Vorstellung in Space Engineers. Ich bin der mächtige Breaker und heute stelle ich euch ein neues Fahrzeug vor, was ich überarbeitet habe. Also bleibt dran, es wird spannend. Noch einmal willkommen an alle Zuschauer. Ja, ist schon lange her, dass ich das letzte Mal ein Space Engines Video gemacht habe, aber ich bin wieder dabei und habe was Neues gebaut. Hinter mir seht ihr meinen Eissammler Baldur. Also schauen wir uns das Ganze mal aus der Nähe an. Die Baldur ist ein Eissammler, mit dem man den Hydrogenbedarf einer Flotte sättigen kann. Einigen wird das Design bekannt vorkommen, da ich früher einmal ein solches Fahrzeug gebaut hatte, die Cedrodigon. Nachdem ich einiges an ihr umgebaut hatte, war das mehr ein neues Fahrzeug anstatt nur ein überarbeitetes. Rechts oben findet ihr einen Link, der euch zu dem Video führt, wenn ihr euch das Fahrzeug mal in Gedächtnis rufen wollt. Aber in diesem Video geht es ja um die Baldur. Kommen wir zu den technischen Details. Die Baldur ist 60 Meter lang, 37,5 Meter breit und je nach Beladung 32 bis 33 Meter hoch. Ihr Leergewicht beträgt 700 Tonnen und kann eine Masse von 2500 Tonnen schleppen. Sehr gut am Heck zu erkennen ist die große Landeplattform, auf der sowohl Kleinblöcke als auch großblöckige Frachtschiffe andocken können, um das Eis, was die Baldur sammelt, zu verladen. Aufgrund verstärkter Piratenanhäufung habe ich mich entschlossen, mein erstes Baufahrzeug mit einer Kanone auszustatten, wie man hier sehen kann. Es ist wirklich nur ein einziges Gatlinggeschütz, um Drohnen sich auf Distanz zu halten, bis man mit Verstärkung nachkommt. Auf der vorderen rechten Seite findet man die zwei großen Frachtcontainer, mit der die Baldur das Eis verwahren kann, bis es abgeholt wird. Sollte man auf einem Planeten arbeiten, wo es eine atembare Atmosphäre ist, kann der Lüfter, der hier auf der Frontseite zu sehen ist, die Atemluft einsammeln, um sie in den Sauerstofftank zwischenzulagern, um auch den Innenraum mit Sauerstoff zu versorgen. Das ganze Fahrzeug ist natürlich auf elektrischen Strom angewiesen. Dementsprechend habe ich hier 4x12 Megawatt Batterien verbaut, als auch 8 Solarpanels, um die Fahrttüchtigkeit, die Lebenserhaltung und auch die Arbeitsfähigkeit über diesen schwenkbaren Flug zu gewährleisten. Der Flug war natürlich auch immer das markanteste an der Cedrodigon, aber dazu später mehr. Natürlich ist es etwas Besonderes, ein Fahrzeug aus großen Blöcken zu bauen, weil es auch ein anderes Aspekt eines Fahrzeugs bietet, was man sonst nicht kennt, wie beispielsweise, dass man unter der Achse lang geht und wirklich beeindruckend sieht, wie groß diese Reifen sind. Und natürlich muss man auch, wenn man das Fahrzeug besteigen möchte, eine Leiter benutzen. Und ich habe auch hier eine passend vorgelegt. Das Schöne ist an dieser Leiter, dass man auch kein Hydrogen braucht. Und der Flug, den wir auf der rechten Seite haben, da kommen wir auch gleich später mal drauf zurück. Na gut, wir haben jetzt das Fahrzeug betreten. Finden uns hier auf das Mitteldeck. Vorsichtig. Ja, man bräuchte irgendwie so ein Gattertor, ähnliches halt für Sicherheit. Aber ich glaube, wir hängen noch ein Schild dran. Gut. Hier oben gibt es dann zwei Wege. Einmal gibt es hier die Treppe runter zu dem Wartungsraum, der uns unter den Landepad führt. In diesem Bereich findet man eigentlich alles, was wichtig ist für ein Fahrzeug, wie beispielsweise den Projektor, der ist ausgeschaltet. Den benutzt man, um den Flug zu reparieren oder allgemein Schäden am Fahrzeug. Die vier Batterien, die das Fahrzeug mit Energie versorgen. Der Reaktor ist nur dafür da, dass wenn wir mal keine Sonde haben und Batterien leer sind, einfach auch das Fahrzeug damit auftanken können. Die Antenne, weil sie so groß ist, habe ich sie nicht als Mast benutzt, sondern ich habe sie unter dem Landepad angebaut. Das war mir zufallsbedingt, aber es hat sich gut angeboten. Und das war's. Natürlich ist das jetzt eine sehr gefährliche Sache, dass jetzt hier einfach ein Astronaut mit einem Jetpack hinfliegen kann, um Schaden anzufügen, aber es ist immer noch ein Zivilfahrzeug. Also ich habe es nicht darauf ausgelegt, dass es von allen Seiten gut geschützt ist. Gut, aber gehen wir zur nächsten Plattform, und zwar das Landepad. Ich habe hier schon mal meine Herkules geparkt. Etwas schief, aber sie steht. Und ich habe dieses Fahrzeug auch damals auch gebaut, damit ich die Herkules hier landen kann, um sie mit das Eis zu verladen, zu meiner Station zu bringen. Aber man kann auch mit anderen arbeiten. Den Flug, den ich an einem Motor befestigt habe, ich weiß, im Survival sind diese Dinger unbeliebt, weil man immer nur ein Grid darstellen kann. Aber ich hatte eine tolle Idee gehabt, und zwar über den Merge-Block kann man den Flug an dem Hauptgrid anbauen und fertigstellen. Hat man ihn gebaut, kann man ihn dann abdocken und dann an den Motor anbringen. Aber ich zeige euch später nochmal, wie das genau funktioniert.
Gehen wir allerdings weiter zur Fahrzeugkabine. Ist man mit seinem Frachter gelandet, dann kann man hierüber, wie man sehen kann, eine sehr gute Aussicht wie beim Kreuzer. Aber von hier aus kann man dann in die Fahrzeugkabine reingehen. Ich habe mir auch hier die Mühe gemacht, automatisierte Türen, die über Sensoren gesteuert werden. Wie ihr sehen könnt, die geht auf und zu, wie immer. Die kleine Druckkabine, wo Sauerstoff eingelassen wird, damit sie auch nichts verlieren. Auch hier eine hübsche Aussicht, also lasst euch nicht irritieren. Man kann also über Tag und Nacht auch hier was sehen. Und es geht in die Führerkabine. Sie ist sehr geräumig, groß, mit einer eigenen Toilette ausgestattet. Und insgesamt können hier zwei Fahrer abwechselnd die Baldur steuern. Ja, wunderschön. Jeder Pilot hat sein eigenes Bett, Kabine. Hat da auch eine gute Aussicht. Es ist klimatisiert hier drin, also man muss nicht die ganze Zeit immer einen Raumanzug tragen oder auch den Helm aufhaben. Natürlich geht es jetzt runter zur Brücke des Fahrzeuges, wenn man es so nennen könnte. Auch hier wieder ein paar schöne Fenster aus dem neuen DLC. Auch gut, anstatt den Krankenstation habe ich jetzt ein Survival Kit drin. Ein paar private, wie nennt sich das nochmal, Spinde. Und jetzt mal vorne eine gute Aussicht und das Fahrerpult. Ja, das ist natürlich der Innenraum der Baldur. Kompakt, aber detailliert. Ich hatte ursprünglich überlegt, noch eine dritte Etage hier einzubauen. Aber ich wollte etwas Survival-Technisches bauen, was nicht so kompliziert ist und auch schnell baubar ist. Daher gibt es auch hier keine Zeitschaltuhr mit Programmierblock oder ähnliches, um das Fahrzeug zu bedienen. Also, es wird also eine lange Zeit lang nicht durch ein Update wohl nicht nutzbar sein. Aber wie ihr sehen könnt, ich möchte auch gerne fortführen, was das Fahrzeug denn alles so Schönes kann. Vom Fahrverhalten habe ich die Geschwindigkeitsbremse auf 60 Meter Sekunde runter reduziert. Das heißt, wir fahren nicht schneller als 17 bis 20 km/h die Stunde. Ist aber nicht so schlimm, weil die Regelung habe ich deswegen eingeführt, weil ich habe sehr viel Energie auf die Reifen gepackt. Weil Großfahrzeuge haben das Problem, dass sie doch ziemlich schwer sind und dementsprechend mehr Energie brauchen. Auf Eis fahren die furchtbar. Wenn ich den Flug über die Taste 7, das ist die Zeitschaltuhr, die Lampen, die man hier sehen kann, am Leuchten bringt, den Flug da unten abschwenkt und auch die Bohrer einschaltet, kann ich jetzt Eis sammeln, während ich am Fahren bin. So, leider habe ich bei dieser Aufnahme vergessen, noch die Voxelzerstörung zu aktivieren. Daher sehen wir jetzt hier nicht, wie ich das Eis einsammle. Aber die Kammern füllen sich auch. Sehr schön. Aber schauen wir uns den Flug mal aus der Nähe an. Wie ihr natürlich denken könnt, habe ich da viel Eis eingesammelt. Werde ich dann auch über den Sauerstoffgenerator auch in Sauerstoff umgewandelt. Das heißt, wir haben auch ein wirklich autarkes Fahrzeug, was über Solarplatten und Eis sich selbst versorgen kann, dass man auch hier wirklich bis irgendwann ein Update mal kommt mit Essen, hier auch wirklich lange Zeit überleben kann. So, etwas runter. Das war's. Ich sagte ja, ich habe das Fahrzeug für Survival diesmal optimiert. Also ihr seht, ich habe anstatt 7 habe ich die Bohranzahl auf 5 reduziert. Weil im Normalfall mehr als 30, 40 Sekunden braucht man nicht, um die beiden Tanks mit Eis zu füllen. Und das Schlimmste ist natürlich immer bei so einem Subgrid mit einem Motor, dass das Teil nie in einem Survival nachbaubar ist. Es sei denn, ich habe es kreativ geladen, nehme das umständlich auseinander, habe für alles Blueprint angelegt. Aber den ganzen Blödsinn wollt ihr euch natürlich nicht antun. Ihr wollt gerne so ein Fahrzeug im Survival bauen, mit einem Flieger oder sonst wie. Und euren Spaß haben. So, ich muss mal kurz den Flug wieder ausschalten. Dann zeige ich euch gleich mal, was ich meine damit. Wenn ich natürlich etwas baue, dann versuche ich immer, das so simpel wie möglich zu halten. Weil das ist mal so der Vorteil, wenn man ein fauler Mensch ist. Man versucht es sich immer einfach zu bauen. Und jetzt haben wir beispielsweise jetzt hier den... ich will es nicht abschneiden, ich will es abtrennen. So, ich baue mal eine Konsole. Nehmen wir mal dich hier. So, der Motor, der ist hier ausgeblendet. Wo haben wir dich? Ah, ich bin gerade ein bisschen... Ja. Gut.
Das ist natürlich das, was ihr immer am häufigsten bekommt. Ein Hauptgrid, wo das hier dann am Ende fehlt. Ich muss noch kurz hier den Blockverbinder einschalten. Der leuchtet weiß, das ist gut. So, kurz Moment. Ausschneiden. Habe ich. Ja, also das ist das, was ihr natürlich auch gerne habt. Ihr habt das Ding in Survival gebaut, mit einem Projektor beispielsweise, und festgestellt, jetzt fehlt natürlich der Flug. So, nochmal kurz das Vorbereiten. Und was ihr natürlich braucht, ist einmal hier den Motor ohne einen Kopf. Und ihr fliegt dann hier oben auf diese Konsole, die ihr gleich sehen könnt. Ja, genau, die Konsole hier, die meinte ich. Ich habe hier nämlich drei Knöpfe eingebracht. Einmal, um die Merge-Blöcke oder die Blockverbinder zu aktivieren und deaktivieren. Daneben haben wir den... Das ist der hier. Das für den Projektor. Den aktivieren wir auch gleich mal. Und siehe da, ich habe jetzt hier den Flug an dem Blockverbinder angebaut. Ich kann also jetzt... Machen wir ein bisschen schneller, weil ich hier noch eine Zwischenablage habe. Jetzt den kompletten Flug schweißen, dass ich ihn komplett habe. Er passt auch wunderbar hier unten runter, ohne Probleme. So, sitzt. Und jetzt habe ich verkackt. Ich habe das blöde Ding um eins nach rechts versetzt. Ja, das ist dieser Vorführeffekt. Dann muss ich doch mal kurz schweißen. Gib mir mal einen kleinen Moment, um den hier zu entfernen. So. So, nochmal. Okay, also ihr habt jetzt hier euren Merge-Block. Den schmeißt ihr natürlich runter. Darunter auch dann die nächsten Fahrzeuge. Wie ihr sehen könnt, das sind gerade mal 15, 17 Teile, die ihr hier zusammenschmeißt. Also etwas, was eigentlich überschaubar ist und auch mit einer kleinen Baudrohne in der Atmosphäre auch nachvollziehbar, auch wenn es ein bisschen eng wird. So, D2. Kommt noch hier die Drück. Ja. Ich habe natürlich auch nicht nur jetzt hier den Block so gebaut. Also man braucht jetzt einfach kein separates Flugzeug, um den Flug jetzt mit dem Fahrwerk zu arretieren und dann zur Position zu schieben. Dafür habe ich nämlich eine wunderbare, tolle Idee gehabt. Und zwar, das werdet ihr auch gleich sehen, ich habe eine, ich glaube, das nennt sich einfach eine Schippe gebaut, wo der Flug drauf liegen wird. So. Dann ist er jetzt fast fertig, glaube ich. Ja, hier die Unterseite. Die ist auch wichtig, dass man die auch wirklich dann auch vorliegen hat. Zumindest die mittleren Segmente davon. Weil, wie ihr sehen könnt, ich habe hier eine rote Gabel. Ich zeige euch gleich mal aus der Nähe. Komm, komm, komm und fertig. So. Ich habe hier diese rote Gabel unten dran gebaut. Im Grunde ist das nur eine Halterung. Das sind hier 3, 6, 7 Blöcke, die man bauen muss. Ich habe sie auch extra rot markiert, damit man auch weiß, dass man die hinterher wieder wegmacht, wenn man fertig ist. Und so sieht das ganze Ding dann aus, wenn ihr den Flug bauen wollt. Jetzt kommt natürlich das Beste. Wir deaktivieren den Merge-Block. Deaktivieren. Hä? Ich hab doch deaktivieren. Warte. Wieso kriegt das Ding denn? Moment. Ach, ich. Ja, ich Idiot. Das ist ja der Projektor, nicht der Blockverbinder. Der ist nämlich hier. Ja, ich bin voll ein bisschen verpeilt. Gut. Wie ihr sehen könnt, der Flug ist jetzt ein Feld runtergefallen und liegt genau in der Halterung drin. Jetzt können wir natürlich den letzten Knopf drücken, Nummer 4. Damit verbinden, schalten wir den Verbinder von dem Motor auf Verbinden an. Und zack, hat er den Flug schon eingerastet. Jetzt nehmen wir unsere Kreissäge und trennen das Ganze hier ab. Kann weg. Und wir sind fertig. Yay! Ja. So kann man einen Flug anbauen mit einem Motor ohne viel Aufwand und irgendwelche Hilfsmittel.
Natürlich könnt ihr die Baldur als auch meine Herkules im Workshop direkt abonnieren. Oder in der Videobeschreibung unter dem Video findet ihr auch den Link zu Baldur in meinem Steam Workshop. Wenn euch die Folge gefallen hat, ich freue mich immer gern darüber, wenn ihr mir ein Like gebt. Und schreibt mir gerne eure Meinung und eure Kommentare in den Boxen. Ich versuche immer gerne so schnell wie möglich darauf zu antworten, wenn ich die angezeigt kriege. Und natürlich wisst ihr schon, was jetzt folgt. Und zwar, sie kommt zum Ende der heutigen Folge. Also, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Und noch viel, viel mehr weiter. Das war euer mächtiger Breaker für heute.